Einen wunderschönen Mittwochabend an alle, die zum ersten Mal da sind. Herzlich willkommen zurück an alle, die schon wieder da sind. Jo, wie sieht's denn aus? Geht's so, ne? Da sind wir hier schön hochgezogen. Und dann haben wir das 05er FIP angetestet und wurden hard rejected, ne? Nicht mal eben so hier seitwärts so, ne? Nein, ging direkt runter, als wir das Ganze angetippt haben. Erstmal nicht so super positiv. Kann das sein, dass wir jetzt hier noch den Spring kriegen oder dass das alles ein Fake-Out war? Ja, bleibe ich dabei, dass das hier unser Low gewesen ist. Hier diese ganzen Wicks, yo, denke ich schon. Also, falls wir auch nochmal die gelbe antesten oder nochmal einen Wick hier hinkriegen, denke ich, war es das aber gewesen. Ich stelle mich im Grunde genommen nicht auf noch tiefere Kurse ein. Dabei bleibe ich auch, ne, selbst wenn wir jetzt hier mal so ein bisschen herunterlaufen, wäre das für mich kein Problem, sage ich einfach mal so. Ne? Die Linie würde ich jetzt für jemanden, der Bock hat, einfach mal so verschieben. Okay, nächste Möglichkeit, wenn wir diese goldene Linie nach oben hinbrechen. Ne? Nach unten wäre das Ganze natürlich ganz, ganz schlecht, wenn wir eine 4-Stunden-Kerze hier unter der goldenen gleichzeitig unter der grünen kriegen. Dann wären wir auch mit Sicherheit hier dieses Low nochmal rausnehmen. Dann schlagen wir vielleicht doch nochmal hier unten auf. Glaube ich daran? Nö. Hoffe ich das natürlich auch nicht. Wenn hier einer, wenn wir jetzt hier, sagen wir mal, so ein Wicking kriegen und dann sofort wieder nach oben ziehen, okay, alles klar. Aber wenn wir hier ein paar Kerzen kriegen und nicht hier nur so ein Wick machen und dann sowas hier, sondern eher sowas hier, dann würde ich mir mehr Sorgen machen, als wenn wir hier nur eben so einen Wick haben, sage ich einfach mal so. Grund zur Sorge mache ich mir jetzt trotzdem nicht. Hier haben wir die Möglichkeit, einen 1-Stunden-Chart. Da werden wir spätestens übermorgen eine Entscheidung haben, wohin es geht, nach oben oder nach unten. Ne? Also auch hier erstmal abwarten, Tee trinken, wenn nicht drin ist. Kein Grund, jetzt irgendwie einzuspringen oder was weiß ich zu kaufen. Nö, alles ist soweit okay. Geld an der Seitenlinie parken und darauf warten, bis die Lage ein bisschen klarer ist. Ne? Hier genau dasselbe im Grunde. Hier sieht es für mich ein bisschen schlecht aus. Wir waren richtig schön schon im Plus heute bei Ethereum. Das waren schon mal ein paar Prozent mehr. Ne? Von unserem Hoch heute bis jetzt aktuell sind wir 4% runtergekommen. Wir waren schon mal insgesamt 5% im Plus. Das ist mies. Sage ich einfach mal so. Ne? Wir sind hier an der 2950 gescheitert und dann nach unten hin rejected worden. Diese goldene Linie habe ich neu angezeichnet. Wer Bock hat, kann hier mal einen Long probieren, wenn wir die überschritten haben. Mögliche Ziele nach unten, ganz klar, 2800 und danach hier diese Tiefs bei ungefähr 2730, sage ich einfach mal. Ne? Aber dann sollte auch Schluss sein, ein Tagesschluss unter dieser diagonalen aufsteigenden Grünlinie wäre ganz, ganz schlecht. Dann wird es deutlich tiefer gehen. Dann kann ich mir auch nochmal vorstellen, dass wir die grüne Linie hier unten anschlagen. Mittlerweile verläuft diese bei 2400, also das wäre noch ein ganz schönes Stück. Hoffe ich natürlich nicht, dass wir da nochmal hinkommen. Um das Ganze ein bisschen positiver zu sehen, müssten wir erstmal hier diese goldene Linie nach oben hin nehmen und gleichzeitig hier diese grüne bei 3000 nach oben hin. Na, das wäre für mich auf jeden Fall ein erstes bullisches Zeichen für Ethereum. Bei Litecoin sieht das Ganze, ich würde jetzt nicht sagen, ein bisschen besser aus, aber wir haben zumindest mal auf dem Stundenbasis ein Breakout gekriegt, hier über unsere goldene Linie. Danach allerdings an der nächsten goldenen Linie, sage ich einfach mal, gescheitert. Ne? Ausbruch und dann Retest und dann gefailed. Also hier keine Möglichkeit gewesen, long reinzugehen. Wenn wir jetzt mal hier diese 147 nach oben hin brechen als Support bestätigen und dann über diesen Punkt hinausgehen, dann werde ich auch hier einen Long wagen, definitiv bei Litecoin. Wenn wir hier wieder durchfallen, dann wird es erstmal deutlichst tiefer gehen. Was heißt deutlich tiefer? Dann kann ich mir auf jeden Fall
Ja, vorstellen, dass wir diese goldene Linie bei 140 definitiv nochmal antesten. XRP, hier ist nochmal eine Zeichnung drin von heute Morgen. Im Endeffekt hatten wir noch keine Möglichkeit, long zu gehen. Das ist ein 1-Stunden-Chart, das war ein richtig fetter Breakout. Bam, und dann direkt hier an dieser grünen horizontalen Linie richtig krass gescheitert, wieder runter. Wir kommen jetzt hier auf diese Linie wieder zum Retest, die sollten wir halten, und wenn wir dann das hier mal machen, ja, dann über diesen Punkt hinaus, dann wage ich wieder den Long. Wenn wir nach unten hindurchfallen, durch beide Linien, sage ich einfach mal, ne, sprich durch Gold und durch Gold, also hier, dann sehe ich auch für XRP erstmal schwarz. Wir haben hier noch den Support bei ungefähr 89 Cent. Wenn der nicht hält, dann ab die wilde Fahrt, gehen Süden. Ne? Cardano hat genau das gemacht, wovon wir heute Morgen gesprochen haben. Das ist überhaupt nicht positiv, denn wir sind runtergekommen, haben die grüne Linie gebrochen, haben diese angetestet, als Resistance bestätigt und ziehen jetzt weiter runter. Ne? Das ist erstmal deutlichst negativ. Deutlichst. Ne? Positiv wäre es für mich erst wieder, wenn wir wirklich in diese goldene Linie hier mal nach oben hin brechen. Das ist noch ein Stück. Aber davor würde ich gar nichts machen, die Finger davon lassen und mir das Ganze von der Seitenlinie angucken. Mal sehen, wie es weitergeht bei Cardano. Hier hatten wir ja die Head and Shoulders gesehen, ne? Mit dem Ziel ungefähr 1,90. Mal sehen, ob das Ganze noch auf Chain mal wieder rejected an der goldenen Linie. Fällt jetzt erneut durch die goldene horizontale Unterstützungslinie, auch nicht positiv. Ne? Auf dem 4-Stunden-Chart sehen wir, dass wir das von gestern schon mal gemacht haben. Hier aber kein Follow gekriegt. Also durchgefallen, Retest und dann ja sofort wieder nach oben und wieder durchgebrochen. Und jetzt mal sehen, wie das Ganze hier ausspielt. Und wenn wir mal hier den Retest mit einem Follow kriegen. Also Ausbruch, Retest und dann über diesen Punkt hinaus. Dann kann ich auch hier mal wieder einen Short wagen. Aber ich hatte mal wirklich gehofft, dass wir jetzt hier bei dem einen oder anderen Paar mal nach oben hinausbrechen. Leider ist das nicht passiert. Einen Long würde ich jetzt wagen, wenn wir hier ausbrechen, diese beiden Linien als Support bestätigen über diesen Punkt hinaus. Okay, dann wage ich auch hier wieder einen Long-Einstieg. Was macht denn Solana? Ne? Solana ist hier immer noch über diesem Knotenpunkt von 1, 2, ja, 3 Linien. Und das ist auch weiterhin gut so. Ne? Das ist weiterhin bullish, das ist okay. Ne? Wenn wir da wieder durchfallen, schlimmstenfalls, dann sage ich einfach mal, schlimmstenfalls, wenn wir 1, 2, 3 Linien wieder durchfallen, wenn wir uns hier wiedersehen bei 124 und ne? Ja, aber hallo, ich glaube ganz ehrlich, dann sehen wir die 115 und danach die 100. Soweit ist es noch nicht, soweit kommt es hoffentlich auch nicht. Aber da werden wir abwarten müssen. Ja, wir haben auch heute den DXY, also den US-Dollar, sehr, sehr stark. Wir sehen hier die letzten Tage, das ging eigentlich im Grunde genommen immer nur aufwärts. Wir kommen jetzt aber hier. Eine wirkliche Hardcore-Resistance. Ne? Die Märkte wieder im, ja, die waren schön im Plus, sind jetzt schon wieder, ja, fast alle auf dem Weg ins Minus. Gold, Silber, Kupfer, alles wird abverkauft wegen dem starken US-Dollar. Ich persönlich glaube, dass wir hier eine dicke Reaction oder in dem Fall eine dicke, eine zu große Resistance sehen. Das ist hier kein Pappenstiel, Leute. Ne? Das ist ein Kanal, dieser besteht nicht seit einem Tag, nicht seit zwei. Dieser Kanal hier, untere Trendlinie, die besteht seit ungefähr 10 Jahren. Ne? Wir sehen hier, die ist komplett valide. Und wir treffen jetzt auf eine diagonal aufsteigende und auf eine horizontale Resistance. Nicht zu vergessen, dass wir morgen auch noch die Abstimmung haben, ob die Infrastructure Bill, ob die genehmigt wird, ja oder nein. Und wenn ja, würde das natürlich perfekt dazu passen, dass wir dann hier morgen eine dicke, fette, ja, Abwärtskerze sehen, sprich Gold, Silber, Kupfer.
ne, die alle die letzten Tage ja nach unten getrendet sind. Das sehen wir ja hier. Psst. Gold, Silber natürlich noch viel härter und hier Kupfer, dass die dann alle mal wieder hoffentlich einen schönen Sprung nach oben. In dem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwochabend. Mir geht es ein bisschen besser. War ganz gut, dass ich heute mal nichts gemacht habe. Und ich hoffe, euch geht es auch richtig, richtig gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwochabend und wir sehen uns morgen früh wieder zum Morgenbriefing.